langsam. Ach, war ruhig sehr gut. Weiter, okay. Ich bin gespannt, ob wir noch mal einen vierten bekommen. Ja, gute Frage. Sehr hungrig ist die Gute. Was? Dann kann die sich gleich mal so eine Dose reinklinken. Eine Dose? Ah ja. Und der kann hier mal Holz draufhauen. Und der kann mal ins Bett gehen direkt. Müde, traurig. Ist der immer noch traurig, Mensch. Der ist irgendwie so ein bisschen sensibel. So. Ja, die anderen sind schon wieder... Ist die Tür immer noch offen? Alter. Guck mal, aber das macht auch zwei satt, ne? Was? Das macht von sehr, also das Zeug macht von sehr hungrig direkt auf. Die war zu. Sehr hungrig auf hungrig, ja. Das ist doch eins, Timschen. Hä? Huh? Das ist doch nur eins. Von sehr hungrig auf hungrig. Ach so, stimmt, du hast recht. Sehe ich's. Also es gibt da noch, was kommt denn nach sehr hungrig? Mega hungrig, todeshungrig. Also es gibt noch eine Stufe. Oder geschwächt oder so. Ja, das habe ich zum Glück noch nie erreicht. Weil also, das Spiel ist ja so einfach. Ja. Ja? Mhm. Ja, also bei mir waren die mehr wie nur sehr hungrig. Die waren auch geschwächt. Ich glaube, die sind geschwächt danach. Und dann können die auch nicht rennen und so, sondern so ganz langsam sich am rumschleppen. Das ist ätzend. Das ist nicht cool. Sag ich dir. Ja gut, ich als Profispieler, mir passiert sowas ja nicht. So im privaten Rahmen, da spielt der Tim das nebenher. Ja. Und gewinnt Guck alles mal hier, und schießt das. Alle tot. Ja, so. Geil, schon wieder. Mensch. Wieder essen. Hammer. Unglaublich. Mhm, hammer gut. Aber das läuft also auch schon echt verdächtig gut, ja? Ich nur immer wieder sagen. Das lief bei mir nicht so geschmeidig. Abgesehen davon, dass der Marco tot ist. Gut, das ist auch ja schon unser zweiter Anlauf. Nur du erinnerst dich, was beim ersten Mal passiert ist. Ja, gut. Da haben war wir auch halt Marco tot nach 6 Tagen oder so oder 10. Ja, ja, dann haben wir nochmal angefangen, weil wir dann nur zu dritt waren, nicht zu zweit bei der Spielung. Wobei ich gar nicht mehr weiß, wie das passiert ist. Nicht durch so ein Rumgerenne. Waren wir da auch unvorsichtig? Also ja, natürlich waren wir es, sonst wären wir nicht gestorben. Wir haben kein Brennholz mehr. Na, dann stell doch mal welches her. Wird das schon wieder kein Brennholz mehr? Ernsthaft? Du hast doch 20 gemacht. 19 habe ich gemacht. Ja, gut, 19. Ja, die Schnapsbrennerei hat halt auch verbraten, gell? Ja. Und das Essen machen und so darf man auch nicht vergessen. Da hast du schon recht. Mach 37. Ich mach mal 10. Ich mach mal 12. 12? Ja. Okay. Ach, sehr gut. Okay, 11.30 Uhr, gleich ist Mittag. Mhm. Dann machen wir einen kleinen Mittagsschlaf, würde ich sagen. Können wir machen, ja. Aber der muss hier erst nochmal ordentlich Holz herstellen. Irgendwie. Holz hacken. Ja, der kann hier gleich mal das Ganze nochmal ein bisschen warm machen, damit dass die sich nicht gleich wieder hier den Kopfgrip holen. So, wunderbar. Es läuft. Es läuft. Ah, ja, ja. Top. Top, die Wette. Wetterbericht checken. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Sehr merkwürdig. Ja, irgendwie komisch. Egal. Egal. Immer noch sehr niedrig. Ach, wow. Dabei haben wir schon Tag 32. Ich gestern schon gehört. Jetzt echt lange Winter, oder? Kommt es mir nur so vor? Also bestimmt seit ich glaube, ab Tag 25 oder so. Ehrlich? Aber erst seit 7 Tagen Winter. Ja. Können wir nachschauen in unseren Videos. Aber ich denke mal, viel länger wird es noch nicht sein. Ha. Ha. Aber heute gehen wir rein und sägen irgendwie die Autowerkstatt auf, oder? Oh boy, ich habe Angst dann. Was ist, wenn wir da sterben? Ey, dann sind wir noch zu zweit, dann reicht unser Essen auf jeden Fall. Dann bunkern wir uns einfach ein und ja, klicken 5-mal auf Weiter und dann Tag beenden, Tag beenden, Tag beenden. Ach so, stimmt, ja. Wir müssen eigentlich nur noch kochen und fressen. Ja. Und ab und zu ein bisschen Holz machen, ein bisschen was tauschen. Naja, gut, wir brauchen. Ja. Haben wir noch irgendwas zum Zusammendeppern? Ach so, dann können wir auch ein Bett zerhacken und so. Ja, ja. Und einen Sessel und den Stuhl und ach, scheiß drauf, wir sind ja nur noch am Schlafen. Okay. So, der kann jetzt mal hier schön eine rauchen. Gut. Hast du die Säge fertiggestellt? Säge ist fertiggestellt. Sehr gut, das ist sehr gut. Und ich kann auch noch mal Holz nachlegen. Holz. Du rennst mal und legst Holz nach. Einmal Holz bitte. Okay. Ah, guck hier. Ah, der wird geraucht. Sehr gut, Bruno. Genieß es, ne? Das ist eine echte. Eine 1A Spitzenkippe. Hat er die jetzt schon ausgetreten, oder was? In unserem Haus. Auf dem Boden. Diese 1A Spitzenkippe. Und wer soll die jetzt wegwischen da? Das machst du aber mal schön selbst.
Ich schick dir gleich das Mädel hier auf den Hals. Dapp dir in den Arsch. Mhm. Okay. Gut, ja. Haben wir noch was zu tun für heute? Nö, eigentlich nicht. Nö, oder? Also komm, beende den Tag. Komm, ich will jetzt da, ich will es wissen. Ich will da sterben. Ich will wissen, ob wir da sterben. Okay, dann schläft der im Bett. Ja, hungrig, müde. Die kann mal Wache stehen. Der geht plündern. Und zwar zur Autowerkstatt. Das mache ich auch gerne falsch. Und du nimmst hier das Ding mit. Und gehst plündern. Alles klar. Alles klar. Dann schauen wir doch mal, was hier Phase ist. Bitte nicht rennen, Tim Schicke. Nein, nicht rennen. Ich versuch's. Jetzt boxe ich dich. Versuch's, aber ich glaube, der kommt immer von alleine schon angetabbert. Hallo, guten Tag. Nee, ich kletter mal lieber auf dein Dach. Stört dich ja sicher nicht. Nein, bestimmt nicht. Ich höre die nicht, wenn ich hier das aufsäge. Ja, zoom mal ein bisschen rein, Tim Schicke. Ein bisschen. Wenn da jetzt der Vater drunter schläft, wenn der krank ist, schwer, dann hat der so... Ist der im Fiebertraum, der hört nichts. Und der andere ist im Vorzimmer, der ist weit genug weg. Der hört auch nichts. Das ist, glaube ich, nur. Die Stadt ist kaputt. Das ist nur das Fenster, was hier klappert, siehst du das? Oh. Nee, hab ich gar nicht. Warte. Eieiei, alte Schwede, das ist ein klapperndes Fenster. Holy shit! Da kann man sich verstecken, da kann man sich was nehmen. Okay. Oh boy. Schon wieder ziemlich aufregend. Bestimmt Bestandteile oder so. Okay, wir gucken. Wieder hoch oder müssen wir da nach links abhauen? Das ist eine gute Frage. Huch. Da hat eine faulige Tomate in seiner Werkzeugschublade. Ich glaube, wir können nach links abhauen. Ist da so ein Abhauspot? Oh, Alter. Ja, yes. Okay, krass. Nix. Okay, runter. Ja, jetzt auf jeden Fall nochmal gucken, ja. Wo sind die Schritte? Wo ist der Typ? Sieht man den noch ganz vorne? Ja, sieht man den nicht mehr, ja. Oh, da geht immer das Fenster. Bist du auch ein bisschen angespannt? Ja, ich schwitze. Holz! Sehr gut. Geil. Krass. Wir plündern voll die Autowerkstatt aus. Wir fiesen Assis. Ja, der Typ mit seinem kranken Vater liegt da. Genau, wir haben uns reingesägt und rauben ihn voll aus. Aber wir klauen jetzt, kein Essen. Nee, Essen klauen wir nicht. Oh, was gibt's da? Da gibt's bestimmt noch so ein Aufbrech-Dings. Was gibt's da? Nischt. So, da kann man hoch. Abgeschlossen. Er hat was, um damit fertig zu werden? What? Was hast denn du? Achso, du hast nichts, hast du, du Nasenbär. Eben. Okay. Ja, dann gehen wir wieder hoch, oder? Ja, wir klauen jetzt den Vater irgendwie. Wir nehmen den mit. Und dann schicken wir den immer nachts los. Ja. Den schicken wir erst ins Krankenhaus, dann wird er gesund und dann lassen wir den für uns schaffen. Mal reingehen? Alter, du bist schon mutig, ja? Das willst du jetzt wissen, ja? Lass mal ein bisschen rumrennen, gucken, was passiert. Ich guck mal hier durch das. Ja, genau, ich spiegel mal, ob der da liegt. Was da so Sache ist. Guck, da liegt der und schnarcht. Wo ist der andere Bocker? Der ist hier vorne. Okay, jetzt willst du den Vater klauen, ne? Nee, ich geh jetzt lieber. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt gleich direkt klauen muss, ich glaub nicht. Wir können ja morgen nochmal wiederkommen. Ja. Dann haben wir auch den Rucksack frei für den Vater und können wir den da schön bequem rein drapieren. Ja, jetzt ist da ja eine faule Tomate und jede Menge Holz und so. Ja, das wollen wir dem nicht antun, der Mann ist krank. Und der holt sich da Spreißen und so, das ist auch nicht hilfreich. Nee.